Hallöchen YouTube, da sind wir wieder und machen weiter hier. Ja, haben beim letzten Mal, war das unser erster Kampf gegen Vinicro oder haben wir vorher schon mal gegen Vinicro gekämpft? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Vinicro gesehen und Vinicro können wir später tatsächlich auch bekommen. Ich weiß noch nicht, ich habe es mir in meiner Mond-Edition, habe ich es mir resettet auf Wesen. Ich weiß nicht, wenn das passt, mache ich das hier auch. Hier würde ich das auf jeden Fall gerne mit Koplosio machen, wenn wir denn am Ende dort sind. Wenn ich überhaupt so weit spiele. Ich weiß noch nicht, ob ich die Post-Story auch aufnehme. Da bin ich noch am Überlegen aktuell. Wenn ich die Post-Story nicht aufnehme, dann ist das ja ohnehin hinfällig, das Ganze. Da triggert die Flinkklaue. Achso, warum greife ich denn mit Käfer an? Unkonzentriert. Oh, Grasul ist fertig in der Küche, sehr schön. Ab nach Hause. Pomelov. Ich wechsle Kohl mal aus. Kann der Herbert mal mitregeln. Wenn der Funkensprung nicht schon reicht. So. Warte mal, wir können mal ganz kurz. Wir können mal ganz kurz heilen. Mülltank. Deine Pokémon sind wieder fit. So, und jetzt geht das weiter hier. So, hier hätten wir uns auch einen Yawclef fangen können. Beziehungsweise beim Pokémon-Hort. Oder hier, glaube ich, auch in den Grasflächen. Ja, was wir quasi vorher schon gefangen haben, weil mir eins über den Weg gelaufen ist. Und das brauchen wir gleich, ich denke, noch in dieser Folge. Ein Pflanzen-Pokémon. Das natürlich gefundenes Fressen für Kurt. Voltilam. Wuffels. Step Steinwurf sollte auch wieder. Ich hätte eigentlich auch mit Kurt drin bleiben können. Ein Donnerschlag hätten wir auch getankt. So ist ja nicht. Aber hey, Herbert hat auch noch nicht so viel Screentime, glaube ich, ne? Kriegt er mal ein bisschen. So, war das hier? Genau. Hier gibt es auch eine TM. So, hier, Rotom, wir klicken dir mal aufs Auge. Ist jetzt nicht so pralle für ein Playthrough. Ja, lass mich durch. Mein Gott, kein Encounter? Pamper! Hey du da, ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz helfen?
Hier drüben. Yo, yo, yo. Dreh uns nicht den Rücken zu. Mann, ist das nicht der von Mille Mille? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Nö. Das ist krass gelogen, yo. Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Was ist es in größten Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil wir da... Was? Weil uns der da auf Mille Mille abserviert hat. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Na dann, stellt ihr mal. Was ist das eigentlich für ein Wuffels? Ja, das ist tatsächlich das Event Wuffels. Traumato, Traumato. Ich würde mal fast sagen, tschüss. Gewalter erreicht Level 4. Schleuder. Nö. Nö, den Ruhrort werde ich zwar auch im normalen Playthrough kaum einsetzen, aber der wird später dann, denke ich, noch durch die eine oder andere offensive Attacke ersetzt werden. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Treff! Pampros! Heißt so viel wie verpisst euch. Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Boah, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo, kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren. Yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädel, damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst. Merk dir das gefälligst endlich, wer er ist. Ja, ist mir auch egal, wer das ist. Findest du allein nach Hause? Triff! Tschüss, Drift Zeppeli. Schau an, schon macht es sich auf den Weg. Ich bin froh, dass es Driftlon... Ach, ist ein Driftlon. Wieso sage ich Drift Zeppeli? Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Amras, ein guter Name. Dankeschön. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Pampros! Alles klar, ihr zwei. Ach ja, Amras. Du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso. Ja, da werden wir auch nicht drum rumkommen, uns am Battle Royale zu versuchen. Aber wir gucken erstmal hier unten noch weiter. Ich hoffe, du hast deine Pokémon gut trainiert. Ja, ja. Bam, 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 bam. Dragosso. Hilde, mach du mal. Die letzten Auftritte von Hilde werden das sein. Ja, dann, ja, mach halt Silberblick. Holy shit. Tank ich trotzdem noch. Easy. Vielleicht finden wir ja in dieser Edition endlich raus, wer der mysteriöse Mask Royal ist. Ich glaube nicht, dass das enthüllt wird ohne Knochenkeule. Die tut weh. Vor allem mit doppelt gesenkter Verteidigung. Aber egal. Dragosso ist down. Und Hilde kriegt noch ein Level up. Yay. Gab's hier irgendein tolles Item? Ein Sonderbonbon.
Hier hinten noch irgendwas? Hab keinen Bock, mit Bisbark zu schnüffeln. Wird schon nichts Tolles sein. Bam, bam, bam. Ein Yorkleff, hallöchen. Von deiner Sorte haben wir schon eins und das brauchen wir auch gleich. Nein, ich wollte doch nur um die Ecke lunsen. Noch ein Yorkleff. Kurt, bitte. Kurt, bitte. Kurt! Kurt ist ein bisschen langsam. Wir grasen hier die Trainer noch alle ab und dann geht's zum Dome Royal. Hallöchen, Tänzerin Sonja. Oh, ouch. Tschüss. Nein, getankt. Achso, klar, durch den Elektro-Typ ist das ja neutral. Easy. So. Hier geht's nach Kantai City zurück. Wollen wir aber nicht. Haben wir... Okay, ich dachte, die stand links. Ich wollte gerade fragen, ob wir gegen die schon gekämpft haben oder ob die nicht kämpfen will. Aber dann ist das die gute Dame. So! Achso. Die Avenue Royale. Stimmt, der Dome Royale ist das Gebäude da hinten. Avenue Royale heißt es. Ein Mahomai. So, wir werden als allererstes ins Pokémon Center gehen und werden uns heilen. So. Quatschen wir alle an. Wie immer halt. Ihr zwei erzählt irgendwas von Linktausch. Bei dir kriege ich ein Item. Achso, hier. Ach, er tauscht. Weißt du, mein Schmerbe ist ein Fan von Bartan, der Superstar im Wela Vulkanpark. Hätte ich nur auch so eine tolle Schmerbe. Das denkst du doch, habe ich recht? Dann halte ich fest, heute ist dein Glückstag. Ich tausche es gegen ein Tentacha. Was? Warum war ich mir so sicher, dass ich ein Yorkleff brauche? Bin ich ein bisschen dumm? Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass ich ein bisschen dumm bin? Manno, ich hab mir doch ein Yorkleff gekauft, gefangen. Bin ich doof? Jetzt bin ich zusammen. Dann weg zurück. Ich will das Schmerbe haben. Sag mal, vielleicht kann mir einer im Chat helfen. Womit verwechsle ich das denn? Ich bin noch nicht so doof, dass ich hier die ganze Zeit denke, boah, ich brauche einen Yorkleff. Und dann brauche ich am Ende einen Tentacha. Bin ich wirklich so dumm? Bin ich so ein dummer Typ oder was? Keine Ahnung. Irgendwie hat sich in meinem Kopf offensichtlich festgebrannt, dass ich hier einen Yorkleff brauche, um es zu tauschen. Aber wir brauchen einen Tentacha und das finden wir leider... Was heißt leider? Wir finden hier auf jeden Fall eins im Herrscherbereich.
Alles klar. Dann auf in den Herrscherbereich. Dann brauchen wir ein Tentacher. Oh yeah. Rip, rip. Bobungus. Tschüss, Bobungus. Oh, trifft ja nur neutral. Oh, natürlich kriege ich den Spornwirt ab. Und penne. Können wir bitte fliehen? Natürlich. Ich schlafe und bin entkommen. Schmerbe kannst du dir aber auch leicht in Ohana angeln. Ja, könnte ich, aber das wäre nicht das gleiche Schmerbe. Das wäre einfach... Es wäre nicht dasselbe. Mir geht es ja nicht einfach nur darum, Schmerbe zu haben. Mir geht es darum, dieses eine Schmerbe zu haben. Nein, ich will doch gar nicht... So, jetzt können wir hier auch mal gucken direkt. Wenn wir eh schon mal hier sind nochmal, dann können wir auch mal gucken... Moment, hier sind wir noch im ersten Bereich. Hier ist es auf keinen Fall, wo es die TM gibt. Das könnte hier drüben gewesen sein. Der will erstmal noch kämpfen. Kämpfen! Ich habe keine Ahnung, warum ich gedacht habe, dass ich hier einen Yorklef brauche. Das ist mir gerade völlig peinlich. Oh Mann, ist mir das peinlich. Kabarua! Platscher! Easy. Level 23, Kurt. Es ist zum Glück nur ein 3-Karpador-Trainer. Vielleicht ist sein letztes auch ein Garados. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich ehrlich gesagt an den Typ nur erinnern. So wirklich gar nicht. Es ist noch ein Karpador. Da freut er sich, der Angler. Ach Amras, ich war jahrelang davon überzeugt, dass Wasser effektiv gegen Elektro ist und nicht andersrum. Ja, passiert. Hier ist doch der Ladestrahl, oh Junge! Werden wir zwar nicht brauchen, aber wenn wir eh schon mal hier sind nochmal, dann nehmen wir das Ding auch mit. So. Jetzt ab in den Herrscherbereich. Und hier müssen wir einfach nur surfen und kriegen mit 40%iger Wahrscheinlichkeit ein Tentacher. Was wir eigentlich dann auch relativ safe... Habe ich Flottbälle? Wenn nicht, mit dem Tauchball geht das, glaube ich, auch ganz gut. Bitte sein Tentacher. Oh yeah, es ist ein Finneon. Du. Diesen Pokémon sind wir noch nie begegnet. Rip, rip. Komm, wir klatschen ihn einfach weg. Regentanz. Regenteam incoming. Mega Sumpex kommt jetzt.
Ich finde es ja gut für die Playthroughs, für die Routen, fürs gut durchkommen, dass sie auf den Wasserrouten die Encounter Rate extrem nach unten geschraubt haben. Wenn man aber mal, wir sehen es hier, ein Pokémon fangen möchte, was man ersurfen möchte, dann dauert das doch mitunter extrem lange. Oh ja. Yeah. Oh bitte, Spiel. Da kann man ja mal ungehalten werden, langsam aber sicher. Dun, 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 dun. Hallo Tentacher. So, Bälle. Flottbälle haben wir noch keine. Dann soll es ein Tauchball werden, wa? Tentara. Tentara wurde gefangen. Oh yeah. Wir wollen Tentara auch keinen Spitznamen geben. Mich lässt das immer noch nicht in Ruhe mit dem Yorkleff. Haben wir vielleicht schon Schutz-Items? Wir haben doch ein Schutzdings. Steht zu Diensten. So. Ich habe den Schutzbohr ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das einfach nur die Wahrscheinlichkeit senkt, dass man wilden Pokémon begegnet, oder ob es so ist wie Schutz-Items, dass man eigentlich geringer leveligen Pokémon als dem Pokémon, was man an der Spitze hat, gar nicht mehr begegnet. Aber wir werden in der Folge jetzt noch, dann ist sie halt mal ein bisschen länger, uns auf jeden Fall noch das Schmerbe gönnen. Schließlich bin ich deshalb hier. Also machen wir das auch noch in der Folge, nicht wahr? Wieso reite ich eigentlich auf Tauros? Frage ich mich da. So, wir pieksen Rotom nochmal kurz ins Auge. Ja, da freust du dich, ne? Was? Ohne dich wäre ich verloren. Natürlich, Rotom. Ohne dich wäre das ganze Leben einfach nur noch halb so schön. Wir können Rotomat spielen. Machen wir aber jetzt nicht. Gibt Wichtigeres zu tun. So, Herr Koch. Ich möchte ein Schmerbe und ich habe ein Tentara für dich. Hier, bitteschön. Dum, 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 dum. Bärbel! Deswegen wollte ich Schmerbe haben, einfach weil der Name sowas von episch ist. Registriert! Sein glitschiger Körper ermöglicht es ihm, dem Schnabel von Vogel-Pokémon zu entkommen. Schön. Haben wir eine Flugimmunität? So, dann heilen wir nochmal kurz. Und dann werden wir jetzt tauschen. Und zwar kommt Bärbel jetzt rein und Hilde wird uns verlassen.
So. Hat Hilda ein Item getragen? Nein. Bärbel trägt eine Pirsifbeere. Die nehmen wir uns mal. Bärbel ist frech. Bärbel kann bereits Intensität. Und Bärbel kann bereits die Aquarelle und die Schlammbombe. So, dann sind wir nämlich jetzt auch mal mit Bodenattacken ausgestattet und haben eine Elektroimmunität im Team. Allein deshalb ist Schmerbe eben so mega gut. Aber an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.